Hallo Eiko. Hallo. Schön, dass du bei Higurashi dabei bist. Danke. Du sprichst ja unseren Fotografen. Mir ist jetzt der Name entfallen. Tomitake. Genau. Ich dachte, es heißt Tomitake, aber es ist, glaube ich, ein Name. Tomitake. Ja, wie lange machst du eigentlich schon Synchron und wie bist du zum Synchron gekommen? Oh Gott. Seit ich denken kann. Also Synchron mache ich bestimmt schon seit 25 Jahren. Scheiße, bin ich alt. Ich bin da echt in der... Weißt du, wie ich dazu gekommen bin? Ich bin dazu gekommen, weil ich mich selber nachsynchronisiert habe. Ich habe selber in einer Serie für den WDR gespielt und da war der Ton scheiße. Also irgendwie musste was nachsynchronisiert werden und da saß ein Tonmeister hier in Köln, der gesagt hat, als ich das machte, sagte der, ich glaube, du hast ein Talent dafür. Und so hat mich der erste, hatte mich weiterempfohlen an den ersten Synchronregisseur, Kai Wolf, schöne Grüße nach Berlin. Und der hat mich dann quasi mitgenommen in andere Studios und so ist das dann so peu à peu gewachsen. Ich bin Jiro Tomitake. Ich bin von Beruf Fotograf und arbeite hier in der Gegend. Dann guten Abend, Herr Tomitake. Aber mal im Ernst, Sie dürfen doch nicht einfach Fotos von Leuten knipsen. Bitte entschuldige. Aber ich glaube, das ist ein kleines Missverständnis. Mich interessieren nur die Wildvögel, also keine Bange. Was waren bislang so deine Lieblingsrollen? Was hat dir am meisten Spaß gemacht, was du in der Vergangenheit so gesprochen hast? Also Anime ist schon irgendwie immer ein Highlight, muss ich sagen. Also wir haben ja rauf und runter viele unterschiedliche Anime-Serien gemacht, so wie Scrap Princess war eins der Highlights, würde ich sagen. Samurai 7... Samurai Champloo und diese Sachen. Mir macht so diese Art von Sprechen einfach immer sehr viel Spaß, wenn man da so ein bisschen was anderes zu sprechen bekommt als so die normale Serie, würde ich sagen. Gut, das heißt, du hast schon Erfahrungen mit Anime gesammelt? Ganz viel, ja. Wie stehst du selber zu Anime? Also ich selber bin erst durch das Sprechen auf den Geschmack gekommen. Also ich habe erst da so ein bisschen kennengelernt, wie viel Aufwand da betrieben wird und wie gut die Stories eigentlich sind. Vorher war das, also dadurch habe ich auch erst gelernt, dass Heidi auch ein Anime ist. Das hat meine ganze Kindheit unter ein ganz anderes Licht gestellt. Wie, ach, das war ja auch ein Anime. Das wusste ich gar nicht. Ich wusste es wirklich nicht. Naja, jedenfalls bin ich dadurch erst auf den Geschmack gekommen, mir die auch anzugucken. Wie bereitest du dich eigentlich auf so eine Rolle vor? Gar nicht. Gar nicht. Ich glaube, wenn man mit einem erfahrenen Regisseur wie dem Daniel Käser zusammenarbeitet, kann man sich da auch ein Stück weit fallen lassen. Und das ist auch ganz wichtig, dass man da so ein bisschen mit so einer offenen Haltung reingeht. Weil letztendlich hast du ja gesehen, wir sprechen ja so kleine portionierbare Sätze, Takes genannt, wo man sich recht schnell eigentlich auch reinfühlen kann, je offener und entspannter man in diesem Moment ist. Und dafür ist der Regisseur dann auch da, um dich so ein bisschen in diese Stimmung mitzuversetzen und die Rahmenhandlung zu erzählen, die du natürlich nicht kennst am Anfang. Aber das ist eins der großen Sachen, die ich am Synchron liebe, ist, dass man da in der Regel, nicht wenn es jetzt wirklich eine ganz große tragende Rolle ist, aber in der Regel recht befreit reingehen kann. Ich dachte, du wärst allein. Macht sie das öfter, also im Schrottwühlen, oder ist das heute eine Ausnahme? Wie gefällt dir denn die Serie Higurashi bislang? Also bislang, muss ich sagen, bin ich positiv überrascht, weil es ging so etwas, ich will nicht sagen harmlos, aber so normal los. Und jetzt auf einmal, so in den letzten Takes, die wir gesprochen haben, hat man doch gemerkt, das ist offensichtlich doch nicht so idyllisch, wie das am Anfang da so aussah bei diesem Fest, wo Wattebäuschen in Flüssen fließen, was ich auch noch nie gesehen hatte. Aber offensichtlich gibt es ja da ein großes, dunkles Geheimnis. Und das ist schon spannend. Also das ist ja auch das Schöne. Ich weiß ja auch nichts. Ich gehe ja genauso wie dieser Charakter irgendwie chronologisch vor und weiß halt auch nicht weiter, wer da welches dunkles Geheimnis hat. Vielleicht habe ich ja auch eins, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hat man dir schon erzählt, worauf du dich gefasst machen darfst? Nein. hätte man es mir erzählen müssen? Hätte ich irgendwas wissen müssen? Also, naja, ich weiß, das haben wir ja heute schon gesehen oder gesprochen auch, dass offensichtlich in einem Abstand von
diesem Fest, was jährlich stattfindet, ja ein Toter da. Und das hat offensichtlich auch was mit dem Bau des Staudamms zu tun, so viel weiß ich schon. Und insofern wird mit Sicherheit da immer mehr enthüllt werden in den nächsten Folgen. Also bisher weiß ich nicht, worauf ich mich da eingelassen habe. Also, ich sag dir und deiner Freundin leb wohl. Wir sehen uns noch. Und entschuldige bitte, dass ich dich vorhin so erschreckt habe. Bis bald, Keiji. Hast du noch ein paar abschließende Worte beziehungsweise Grüße an die Fans da draußen? Oh, Grüße an die Fans. Hallo, guten Tag, schön und danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass das Genre generell und diese Serie so viel Anklang findet und dass so viele Leute, genauso wie wir ja auch bei der Produktion, gespannt sind, wie es weitergeht. Und das ist was Besonderes heute, wenn es Leute wie euch gibt, die da draußen uns und dieser Produktion die Treue halten. Und macht weiter so. Das ist eine Machete in Originalgröße. Sind alle nur so groß.